Ja, herzlich willkommen zum Talk mit der Lena. Hallo. Hallo. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist? Ja, also erstmal, ich freue mich mega, dass wir das Gespräch heute hatten. Bin mega gespannt, was wir da zusammen besprechen und wie sich das Ganze zeigt. Und ja, ich arbeite seit 13 Jahren ungefähr mit Menschen und begleite diese in ihren Transformationsprozessen, auch mit Energiearbeit. Habe damals auch angefangen auf der Körperebene, im Fitness-, Ernährungsbereich und Energiearbeit. Das ist ziemlich, ja, fast schon alles auf einmal gekommen und habe das längere Zeit so verbunden, bis ich dann diese Ebene von Fitness ein für alle Mal verlassen habe, auch Ernährung, so wie ich es damals gelernt habe, auch wieder gemerkt habe, ah wow, was für Lügen da drinnen sind, wie zerstörerisch das Ganze ist, und bin dann viel mehr in die Energiearbeit. Ja, und da hat sich ganz, ganz vieles verändert in diesen 13 Jahren in der Form, wie ich mit Menschen arbeite. Und heute, ja, begleite ich Menschen mit Retreats, intensiven Retreats und auch die Arbeit mit Frauen, mit dem Weiblichen. Ich unterstütze Frauen auch im Bereich Business, wie man ihr Business erfolgreich aufbaut mit den universellen Gesetzen, mit der geistigen Welt, mit deiner Seele quasi. Wirklich die Seelenimpulse wieder zu hören, die Träume, die wahren Träume wieder zu nehmen und dahin zu gehen, auf den schnellsten, schönsten Weg. Ja, so in Kurzform, das ist so meine Arbeit momentan. Ja, vielen lieben Dank. Ist ja eine riesen Palette an Angebot, das du dir da anbietest. Es gibt ja meistens auch einen Grund, warum man diese Richtung einschlägt. Was war so dein Weg dahin? Also, angefangen hat es auf jeden Fall mit meinem kranken Körper letztendlich. War das der Ursprung des Schmerzes, der mir bewusst war? Ja, ich hatte nie eine normale Kindheit, weil ich immer krank war. Ich konnte nie mit den Freunden wirklich rausgehen, weil ich dann sofort krank war, 3 Wochen. Also für mich war es letztendlich dann so schlimm, dass ich jeden Monat etwa 2 bis 3 Wochen nur noch krank war. Ich war eigentlich nur noch im Bett. Und es war so der krasse, krasse Schmerz, der mich nach, ja, wo ich mich nach Veränderung sehnte und bereit war, sehr, sehr vieles zu verändern. Und deswegen habe ich mich dann auch sehr stark mit dem Körper befasst. Habe dann nicht unbedingt als erstes was gefunden, das mich wirklich heilt, aber es ging schon trotzdem Schritt für Schritt in die richtige Richtung, sagen wir mal so, obwohl ich dann mit dem Training auch wieder meinen Körper missbraucht habe und viel zu krass reingegangen bin, weil die Fitnessbranche ist ein bisschen, ich sage schon fast gefährlich. Also man muss da schon sehr bewusst ans Training gehen und nicht sich selbst zerstören. Und auch, ja, ich wusste auch immer, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt noch nicht, etwas, das ich nicht weiß. Und da kam immer wieder so kleine Teile der Erinnerung zurück. Und das war auch Missbrauch, den ich erfahren habe. Also auch auf dieser Ebene habe ich mich dann wieder abgespalten von meinem Körper. Also es ging, ja, durch diesen Fluchtmodus, der entsteht, durch den Schock, ja, durch dieses Nicht-Fühlen-Wollen, was da geschehen ist, und sich nicht mehr erinnern wollen. Das war bei mir wirklich auch drinnen. Ich habe sehr, sehr lange damit verbracht, einige Jahre, bis ich wirklich sagen konnte, okay, das ist geschehen und ich werde es nicht mehr verneinen. Weil das war der allererste Schritt, dass ich überhaupt heilen konnte. Ja? Und deswegen, der Körper war so eine Ebene, wo ich lange Frieden schließen musste, was aber auch damit zu tun hat, dass ich mich einfach mit der geistigen Welt immer viel verbundener gefühlt habe, schon als kleines Kind.
Und da war, ja, ich spreche mit meinen Engeln, sehe die Zukunft und ich mache allen Angst damit. Und dann, ja, du kennst es vielleicht auch, dann vergräbt man immer mehr von sich selbst und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wer du bist. Und das war auch so ein großer Wunsch dann von mir, als mir das alles wieder klar wurde, als ich mich immer mehr erinnern konnte. Durch mein erstes Burnout kam das eigentlich wieder krass, irgendwas stimmt hier einfach wirklich nicht, Lena, was machst du? Und dann kamen die ganzen Menschen in mein Leben, die mit Engel sprachen. Und ich so, was, warte mal, da weiß ich doch irgendwas von früher. Das ist doch Wahrheit. Ja, und dann kam alles immer mehr zurück. Und das war so, so schön. Ich konnte mich ja wiedererkennen. Und das endet ja heute nicht. Also das ist ja immer mehr erkennen, wer ich in Wahrheit bin, was ich hier zu geben habe. Und immer tiefere Heilung und diesen Weg mit Menschen zu teilen, das macht mich sehr glücklich, weil die Heilung, die ich für mich immer erreicht habe, ob sie auf der Körperebene war, meine Krankheiten zu heilen, ob es meine Herzheilung ist, die Heilung meiner Weiblichkeit, meine größte Sehnsucht war immer, das zu teilen, weil es ist zu schön, um es nur für mich zu behalten. Das konnte ich nie. Das habe ich mir als Kind geschworen. Ich werde immer alles teilen, weil ich will nicht, dass andere Menschen leiden müssen, wenn es nicht sein muss. Ja. Wie haben sich die Krankheiten ausgewirkt auf der körperlichen Ebene? Was war das genau? Also das war auch eine Autoimmunerkrankung, Morbus Crohn mit dem Darm. Die hatte ich 10 Jahre, Schmerzen. Entzündungsschmerzen, Verstopfungen über 10 Jahre, das war echt krass. Es gab aber natürlich auch auf der psychischen Ebene, wie Depressionen jahrelang und dann Mandelentzündung ganz krass, sodass ich dann auch eben jeden Monat wirklich krank war, 2, 3 Wochen, viele Jahre Antibiotika bekommen habe. Ja, einfach einen ganz zerbrechlichen Körper, immer krank letztendlich. Das sind natürlich verschiedene Krankheitsbilder und hinter jeder Krankheit steckt ja meistens auch eine psychische, emotionale Sache. Was war so deine Schritte, wo du diese Heilungserfahrung erfahren hast, wo du gemerkt hast, oh, ich mache das und dann verändert sich was? Ja, ich weiß noch, also das Erste, was ich ganz bewusst verstanden habe und verändert habe, war: Hey Lena, du musst endlich aufhören, alles runterzuschlucken. Denn ja, das, was du sagen möchtest, wirklich zu sagen, deine Wahrheit zu sprechen. Und ich habe ja sehr, sehr wenig gesprochen damals. Ich habe also als Kind kaum gesprochen. Und dann irgendwann habe ich es mir antrainiert, weil ich gemerkt habe, ich habe sonst keine Freunde. Ich will nicht alleine sein. Aber was ich gelernt habe durch meine Familie, durch mein Umfeld, Lena, halte dich mit allem, was du bist, zurück. Also ich habe eigentlich fast alles vergraben, was ich bin. Und war nur noch die nette Lena, die für alle da ist, aber nicht für mich. Und so kamen auch diese Krankheiten. Und ich war eigentlich nur im Kopf. Also wer mich jetzt kennt, würde es vielleicht gar nicht so krass sagen, aber früher war ich wirklich fast schon ein Control Freak. Also ich war wirklich immer. Ja, Sicherheit, Sicherheit, alles im Kopf behalten. Und es fiel mir sehr schwer, meine Worte auszudrücken. Ich hab mich auch extrem verurteilt. Ich war sehr streng zu mir. Ich hatte wirklich so einen inneren Diktator. Ich war nie gut genug. Und das war auch diese Autoimmunerkrankung, der innere Diktator. Ja. Das habe ich alles gelernt. Durch dieses Nettsein unterdrückt man ja ganz viele Emotionen und kann dann nicht wirklich authentisch sein. Und das wirklich auszusprechen, was man fühlt, ist ja so wichtig. Wie hast du das gelernt? Boah, ich habe mich echt damit befasst. Und was mein Schlüssel ist,
was viele sich nicht trauen, eben, ist einfach, ich habe dann angefangen, einfach zu sprechen. Habe einfach rausgelassen, was raus wollte und habe gesagt, also danach kam der Kopf. Das ist am Anfang mega krass. Der Kopf kommt trotzdem und verurteilt dich. Du warst wieder nicht gut, das hättest du anders sagen sollen, das ist echt krass. Und ich habe einfach gesprochen und habe gesagt, sei still, sei still. Immer wieder, nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht, weil ich wusste, es ist nur ein Programm, das ist nicht die Wahrheit, das ist das, was mich krank gemacht hat. Das ist nicht das, was mich heilt. Und mein Leidensweg war schon so groß, dass ich bereit war, Menschen zu verlieren, wenn ich was Falsches sage, weil das war meine Angst. Dass Menschen mich dann nicht mehr mögen, dass ich nicht geliebt werde, was ja kompletter Bullshit ist. Wie sollst du nicht für dich selbst geliebt werden? Und wenn mich wirklich jemand nicht mag, wie ich bin, dann Gott sei Dank geht dieser Mensch aus meinem Weg, ja, aus meinem Leben. Der darf doch sein Leben so führen, wie er will. Es bringt doch nichts, wenn ich eine Maske aufhabe und er auch und wir tun so, als hätten wir uns gern. Und das sind so die Dinge, die ich mir klar werden musste. Hey, es ist doch gut, wenn der Mensch geht. Dann dient es uns beiden, weil ich will mich nicht mehr verstellen. Ich will mich und kann mich nicht mehr zurückhalten. Und das war echt ganz bewusstes Training. Immer wieder reingehen in die Situationen, die mir Angst gemacht haben und zu sprechen, um mich zu zeigen, wie ich bin. Unterdrückte Emotionen, meines, die Art und Weise, wie man mit Unterdrückung umgeht in sich, gibt es ja ganz viele Facetten. Um überhaupt die Unterdrückung wahrzunehmen, weil das ja sehr auf der unbewussten Ebene ist, ist sicherlich ein Teil. Was hilft dir, da mehr Bewusstsein für unterdrückte Emotionen zu bekommen? Also was immer hilft, wenn man etwas Körperliches hat, ja, dann musst du dich echt fragen, okay, was steckt da dahinter? Und heutzutage gibt es ja auch mega einfache Tools, wie es gibt ja auch ein mega großes Buch, wie heißt sie, von Berland. Da steckt ja auch alles drin. Also das war auch jahrelang ein Buch, das mich begleitet hat. Das zeigt ja alles so schön auf der emotionalen Ebene. Und damit habe ich ja auch meine Autoimmunerkrankung und Mandelgeschichte angeschaut. Das war damals auch mit dem Buch. Und heute noch habe ich es immer bei mir. Ich finde das genial, das Buch. Könntest du ein konkretes Beispiel machen aus deinem Leben, wo du ein körperliches Symptom gefühlt hast und dann hast du was gemacht, um das zu befreien? Ja, zum Beispiel nur schon die Mandelentzündung damals. Das war ja schon chronisch. Also das war ja anscheinend so schlimm, dass man es operieren hätte müssen. Und da habe ich gesagt, nö, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich schneide doch nicht was raus aus meinem Körper, das zu mir gehört. Ich werde es heilen. Und damals wusste ich nicht wie. Und damals hatte ich noch nicht mal das Buch tatsächlich. Genau, damals hatte ich nicht das Buch da. Ich habe einfach, ja, das Erste ist, ich fälle einen Entschluss. Ja, ich habe einen Entschluss, ich werde es heilen. Und das ist dann so verankert, da kann niemand dran rütteln. Niemand bewegt mich dazu, das nicht zu glauben. Und das ist wirklich ein Entschluss. Und dann gehe ich für Heilung. Dann wird dir das Universum das bringen, was du brauchst für deine Heilung. Und dann kam ich zu einer Frau, die mir gesagt hat, hey Lena, ernähr dich doch mal vegan. Hey Lena, die geistige Welt und, das Thema. Sie hat mir das Thema gesagt. Und dann habe ich eben angefangen zu sprechen. Ne? Und dann hatte ich, dann hat sich das so krass verändert, dann hatte ich nur noch einmal im Jahr eine Mandelentzündung. Aber nicht mehr so, dass ich Antibiotika nehmen musste. Das war alles weg. Und dann nach 3 Jahren, glaube ich, hatte ich es gar nicht mehr. Also ich habe das gar nicht mehr. Und das ist mega. Also so ein Schlüssel, auch um mehr Bewusstsein zu bekommen, ist für dich so diese geistige Welt. Wie sieht so diese Interaktion aus? Boah, bei mir, ja, es war immer so, ich konnte mit denen halt immer kommunizieren, wenn was ist.
Ich habe immer so die Antworten bekommen, die ich gebraucht habe. Und wenn ich sehr verzweifelt war, es gab einige Momente in meinem Leben, wo ich einfach dachte, ich habe keine Kraft mehr, dann habe ich echt einfach mich fallen lassen in die Hände der geistigen Welt. Das war einfach so, hey Leute, helft mir jetzt. Also jetzt kann ich nicht mehr. Und dann haben sich immer so schöne Dinge eröffnet. Dann kam immer eine Lösung. Und es war für mich in meinem Leben immer alles sehr klar, weißt du, was zu tun ist, welchen Weg ich gerade zu gehen habe, auch wenn ich ihn nicht unbedingt gehen will. Aber ich habe immer gewusst, die geistige Welt hat immer mit mir gesprochen und gesagt, Lena, es wird besser, du musst da durch. Ich hatte immer so ein tiefes Vertrauen, weil ich weiß auch nicht, weil ich damals meine Familie eigentlich nicht wirklich als Familie fühlen konnte, sondern die geistige Welt als Familie gefühlt habe, hatte ich halt immer diese Verbindung. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nie verloren habe, dass es mal ein bisschen verdeckt wurde ein paar Jahre, aber dass es jetzt immer stärker wird. Und das ist, ja, einfach, weißt du, ich glaube auch, wenn Menschen das einfach wieder zulassen können, dass es da jemanden gibt, dass sie nicht alles alleine machen müssen, dass sie sich wieder in dieses Feld wagen und sagen, hey, ich kommuniziere mal. Ich glaube, wir wären voll überrascht, wie viel Hilfe wir bekommen würden. Was ist, wenn alle hier drumherum auf Anweisungen warten? Ja, so habe ich es erlebt, ja. Stärkt natürlich auch so das Urvertrauen, bestimmte Wege zu gehen. Und diesen Weg zu gehen, für dich ist er sehr klar, für den einen oder anderen noch nicht so klar. Was braucht es für diese Klarheit? Ja, schon Vertrauen. Weil wenn du jetzt in einem Lebensabschnitt bist, sagen wir 10 Jahre, einfach nur erschöpfend. 10 Jahre vielleicht Depression. 10 Jahre versuchst du Heilung zu finden und du kommst einfach gefühlt nicht weiter, obwohl es schon immer auch eine Erfahrung ist und einen Schritt weiter. Aber es ist ja noch immer da. Wo ist meine Heilung? Und da geschieht es oft, dass der Mensch dieses Vertrauen verliert und aufgibt und sich mit der Krankheit zufrieden gibt und sagt, ist okay. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Wenn du aufgibst, das ist vielleicht nicht mal so schlecht. Auch wenn man alles aufgibt, diese Spannung loslässt, kann manchmal ja was Neues kommen. Da kann sich was eröffnen. Aber dieses Zufriedengeben mit der Krankheit, mit dem Leid, das ist wohl eher ja, der Punkt, der dich dann einfach dort hält, weil du vertraust dem Leben nicht mehr. Weil das Leben ist nicht immer tief. Das ist gegen das Leben. Das ist ja schon die universellen Gesetze. Es ist immer auf, ab. Alles verändert sich stetig. Und wenn wir nicht mehr mit der Veränderung gehen, dann werden wir nicht gesund. Aber eigentlich, das Universum zieht uns immer in die Heilung. Auch ein Stück weit, man identifiziert sich mit der Krankheit und glaubt, man ist das. Und dann meistens sagt ja das unser Kopf und dieser ewige Konflikt zwischen Kopf und das, was ich wirklich fühle. Und das ist ja vielleicht auch ein Stück weit der Weg, ist das so? Die Identifikation, meinst du? Nee, der Weg des Gefühls, das sind innere Impulse, wo ich sage, ja, da muss ich durch, aber dann kommt der Kopf, nee, du bist ja aber krank.
Ja. Ja. Ja, absolut. Weil dieses Gefühl, dass die sagt, geh weiter, geh durch, das ist die Seele für mich. Und diese Stimme ist eben so sanft. Die ist so für den Verstand vollkommen bescheuert, vollkommen unlogisch, unrealistisch. Und ich habe immer mehr gelernt, eben weil ich Heilung wollte, dass ich dieser Stimme vertrauen muss. Und die war immer so, oh Gott, was, wenn du nicht recht hast? Oh Gott, wirklich? Was ist, wenn ich sterbe? Ja, bei mir war das immer so, immer wieder so ein Thema. Also, wenn ich so weitermache, werde ich das überleben, diese Zeit. Und das war ja viele Jahre auch immer wieder so eine Angst von mir. Aber da war nie der Tod wirklich da. Und ich habe immer mehr gelernt, wie ich das fühlen kann. Ist jetzt wirklich tot oder stirbt was in mir zum Beispiel? Stirbt ein Anteil, der jetzt gehen darf? Darf jetzt was Neues geboren werden? Und wenn wir uns wirklich konfrontieren mit den Gefühlen, dann werden wir merken, die haben eine viel tiefere Bedeutung als das, was unser Verstand sagt. Der Verstand weiß eigentlich wirklich nichts. Und mein ganzes Leben hat mir das bewiesen. Nichts, was mein Verstand gesagt hat, ist eingetroffen. Mein Verstand wusste gar nichts. Meine Träume, die wussten die Wahrheit. Die haben mir gezeigt, was kommt. Meine Seele, meine Visionen. Ich habe immer wieder so Zukunftsvisionen, wenn man es so sagen will. Und die sind immer eingetroffen. Und vielleicht sind das. Ja, diese Zukunftsvisionen sind vielleicht beim anderen Tagträume. Also wer weiß, was Tagträume zum Beispiel wirklich sind. Und bei mir war es immer so, ah, ich sehe es, ich weiß, das kommt und genauso kam es. Sind auch aber Dinge gewesen teilweise, die ich nicht wollte. So, oh Gott, da wird es nochmal richtig krass, aber danach kommt was Schönes. Ja, und weil ich aber diese Zukunftsvisionen immer gehabt habe, als Kind noch mehr, wusste ich, es wird unendlich schön. Mein Leben wird mega schön und mein Leben beginnt etwa mit 30. Und das war auch so. Ich wusste immer, mit 30 wird es besser. Also ich habe echt gewartet, bis ich endlich 30 bin. Das ist echt krass, ja. Und dieses Durchhalten, das braucht unglaublich Vertrauen einfach. Und da wirklich eben, wie du gesagt hast, hey, das Gefühl, diese leise, sanfte Stimme, die wieder hören, weil sie weiß Bescheid. Also die Seelensprache können ja Gefühle sein oder auch Träume. Ich habe da ein Gefühl. Da ist ja immer noch die Interpretationsspielraum, wo unser Kopf leistet. Ja. Da frage ich mich, was ist da wirklich wahr? Ja, das ist dein Kopf, der das fragt. Okay, mal ein konkretes Beispiel. Ich spüre mein Herz. Ja. Könnte mein Kopf denken, ja, das fühlt sich gut an, ich bin verliebt. Mein Kopf kann auch sagen, wieso bin ich verliebt? Was bedeutet das? Wie kann man sowas lieben? So, das sind so zwei Varianten, was der Kopf könnte interpretieren. Von unglaublich tausende oder unendlichen Möglichkeiten, sage ich mal. Aber die Frage ist, was ist jetzt die Wahrheit? Ja. Was ist, wenn der Kopf wirklich gar keine Ahnung hat und der Kopf an sich nie wirklich die Antwort finden würde? Was ist, wenn wir dieses Verliebtsein-Gefühl einfach fühlen dürfen und groß werden lassen? Und ich habe immer mit verschiedenen Feldern gespielt, um zu erkennen, was könnte es wirklich bedeuten.
Wir haben entweder Verstand, den habe ich gerne weggelassen, habe einfach schnell ja, überprüft, was könnte er wahrnehmen. Okay, haben wir. Da habe ich das Gefühl an sich. Okay, das Gefühl fühlt sich so an. Und dann habe ich das leere Feld gefragt, das Seelenfeld. Und dort habe ich gelesen, was es wirklich heißt. Das hat mir geholfen. Und jetzt vielleicht noch mal mit diesem Gefühl vom Tod, weil dieses Beispiel kommt mir gerade, als ich noch angestellt war vor einigen Jahren. Und ich wollte wissen, wann endet denn diese Anstellung? Hab geschaut, was mein Kopf sagt. Oh, ich will, oh, mein Gefühl. Es ist falsch, da zu sein. Ich will Veränderung, Schmerz, Traurigkeit, Unterdrückung meiner Kraft, aber auch Sicherheit. Ja, es gibt mir Sicherheit. Dann habe ich ins leere Feld gefragt. Okay, wie lange bin ich noch dort? Januar, Februar, März, bla bla bla. Und dann war es, glaube ich, Dezember. Und dann bei Dezember habe ich aber tot gefühlt. So, oh mein Gott. Sterbe ich dann? Bin ich deswegen nicht mehr angestellt? Und dann habe ich wieder das gleiche Spiel gemacht. Und im leeren Feld hat es mir gezeigt, nein, Lena, du stirbst nicht. Das ist ein kompletter Neuanfang. Das ist etwas, das du noch nicht kennst. Und das Gefühl war wunderschön. Das war gar nichts mit Tod. Und deswegen, ich habe da angefangen, vielleicht hilft es einigen, die das hören, mit diesen drei Feldern zu spielen. Und da im leeren Feld, im Seelenfeld oder im universellen Feld kannst du anfangen, wirklich Wahrheit auf einer anderen Ebene zu erfassen und für dich alles abzufragen. Und heute ist das für mich so klar. Ja, das gibt auch wieder eine gewisse Sicherheit, obwohl es komplett eine andere Sicherheit ist. Weil was bedeutet dann, oh, ja, wie viel Sicherheit gibt das, Helena? Alles wird sich verändern, aber zum Guten. Ja, aber keine Ahnung wie. Du wirst nichts mehr von dem haben. Das gibt eigentlich keine Sicherheit, aber es ist, du weißt, alles wird irgendwie gut. Und dann sich fallen zu lassen in diese tiefere Wahrheit. Ja. Finde ich gut. Man fragt, was sagt der Kopf, was sagt das Gefühl? Und dann kann man noch immer noch entscheiden Ja. und noch eine Drittmeinung dazu holen. Was sagst du? Genau, weil der Kopf kann nie Wahrheit erfassen. Er erfasst immer nur das Konditionierte oder das Erfahrene. Das Herz kann oft nicht unterscheiden, sind es meine Gefühle oder sind es Gefühle von anderen. Das ist irgendwie wie das Gleiche. Dann braucht man wie so das leere Feld, wo alles ist und wo man das Unendliche erfassen kann. Ja. Ich weiß auch nicht, das kam irgendwie plötzlich zu mir. Und dann habe ich einfach immer gespielt damit. Es war sehr, sehr verlässlich. Also das war immer wahr. Ist ja auch so eine Art höheres Bewusstseinsfeld, wo mir eine Vogelperspektive auf, sage ich mal, das Drama gibt. Und dann denke ich, Ja. okay, ist ja gar nicht so schlimm. Genau. Ja, das entspannt so voll, das macht einem Mut. Das ist für mich die geistige Welt, die uns wieder Mut macht. Hey, es wird gut, auch wenn du es nicht verstehen kannst. Und wir können es dann wirklich auch nicht verstehen. Weil dann werde wieder der Kopf einsetzen. Ja, aber wie und was und warum und wo? Das fällt dann aber weg. Bin manchmal auch nicht sicher, ob das jeder versteht, dieses höhere Bewusstseinsfeld oder Seelenfeld, aber jeder hat es irgendwie in sich. Ja. Gibt es da Wege, um Erfahrungen damit zu machen? Ich würde sagen, auf jeden Fall diese drei Felder, damit mal zu spielen, wenn man ein Thema hat. Sehr gut, einfach als Spiel ansehen. Man kann sich ja mal überraschen lassen, aber man muss natürlich sich auch darauf einlassen. Sonst, ach, funktioniert ja nicht. Ich denke auch, dass nur die Menschen dieses Video sehen, die auch bereit sind zu spielen. Und
Ja, die Frage ist immer, wollen wir uns weiterentwickeln? Wollen wir was Neues, Wunderschönes erfahren? Oder wollen wir immer im Kampf bleiben? Wer im Kampf bleiben will, wer Recht haben will auf seine Sachen, auf sein Trauma, auf seine Identifikation, wird womöglich nicht bereit sein. Und das ist ja auch okay. Wer sagt denn, dass ich es besser weiß und die dürfen nicht darauf beharren? Weißt du, vielleicht braucht es genau die Identifikation von Herrn Meier, dass er so ist, wie er ist, damit die Marie was daraus lernen kann. Also ja, und ich denke, es gibt ja verschiedene Wege. Und wer jetzt hier zuschaut, darf einfach mal spielen mit den drei Feldern und das ist schon mal mega. Und immer wieder hinterfragen, das, was wir denken, weil das ist eh Drama, Konditionierung, Kollektives. Ja. Was könnte man auch bei dir lernen? Ja, absolut. Absolut. Ja, also entweder im Coaching mit mir, ich führe auch wirklich, ja, bisher auch Männer und Frauen wieder in dieses Intuitive, in die Seelenstimme, in die Wahrheit, indem wir auch diese Traumata anschauen, Fluchtmodus, wirklich Verkörperung oder halt Empfehlung, wirklich auch Ende September auf Ibiza ins Retreat zu kommen. Also Infos kommen da bald raus. Es wird unglaublich, da geht es wirklich. Ah, Verkörperung, das ist so, da habe ich so viel Liebe drin. Das werde ich mit meiner wundervollen Freundin Sarah machen. Da ist so viel Liebe von uns drin. Ja, tiefe, tiefe Heilung, also Herzensempfehlung. Schön. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für das tolle Interview, für die tiefe Einsicht in dein Leben. Dankeschön. Auch für das authentisch Zeigen, weil das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Gesellschaft, obwohl es sein dürfte. Ja, und danke und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich danke auch. War mega, mega schön. Und ja, vielleicht mal bald wieder. War toll. Okay. Dankeschön Also, dir. tschüssi. Ciao.